Vor einer Woche bin ich losgefahren, um die Exumas zu erkunden, und ich bin total begeistert. Die Exumas sind eine Inselkette, sicherlich über 100 Inseln auf ungefähr 100 Seemeilen. Das heißt, jeden Tag kann man sich eine neue Insel oder auch zwei anschauen. Und die meisten Inseln haben auch ganz interessante Geschichten. Auf meinem Weg von Highbourne Key Richtung Compass Key kommt als erste Insel direkt Normans Key, eine alte Drogeninsel. Ja, ich wollte eigentlich nach dem Flugzeug tauchen gehen, aber das muss ich wohl gar nicht. 1978 hat der Deutsch-Kolumbianer Carlos Leda die Insel Normans Key zu großen Teilen aufgekauft und die Supply Chain des Kokainhandels Richtung USA komplett neu aufgestellt, indem große Flugzeuge Kokain nach Normans Key geliefert haben und dies der Hauptumschlagspunkt wurde, von dem dann mit kleinen Maschinen die USA beliefert wurden. In der Spitze hat er so 300 Kilogramm Kokain pro Tag weiterverteilt, ist zum mehrfachen Milliardär geworden, bevor 1982 dann die USA die Insel ausgehoben haben. Carlos Leda ist dann 82 zurück nach Kolumbien geflohen, wo er das Medellin-Kartell weiter mit ausgebaut hat. Politische Umstürze haben dann aber 1987 dazu geführt, dass er an die USA ausgeliefert wurde, wo er 33 Jahre im Gefängnis gesessen hat und seit dem 16. Juni 2020 nun als freier Mann in Deutschland lebt. Im Norden der Insel wollte ich dann mal auf Erkundungstour gehen und die Ruinen des alten Hauses von Carlos Leda mir anschauen und bin so durch die Lagune, The Pond, in der Mitte der Insel hochgefahren, habe da das Dinghy abgelegt und angefangen, mich durchs Dickicht zu schlagen. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Erkundungstour. Ich bin natürlich direkt erstmal ins Wasser gefallen, Bein aufgeratscht. Gucken, ob wir hier weiterkommen. Nicht so gut aus. Gruselig hier so allein die Insel, aber irgendwie ganz cool. Schauen wir mal, was wir finden. Tja, bis zu diesem verfallenen Haus bin ich gekommen, aber das war wohl nicht die Ruine von Carlos Leders Haus und da mein Bein nicht aufgehört hat zu bluten, bin ich dann doch wieder zurückgegangen Richtung Boot, um das erstmal zu verarzten. So, mal sehen, wo wir hier sind. Das könnte früher schon sein. Dann hoffen, dass das Boot noch da ist. Ist es. Schwimmt sogar schön im Wasser. Kurze Erkundungstour. Jetzt muss ich erstmal meinen Fuß verarzten. Ja, nach und nach wird Normans Key jetzt wieder bebaut und hier sind einige große Privathäuser auch an dem Pond und man kann es verstehen, das sind wunderschöne kleine Strände an jeder Ecke, die das wirklich zum Paradies auf Erden machen, diese Insel. Aber auch die Exumas in Summe. Nach zwei spannenden Tagen auf Normans Key ging es dann weiter in den Land and Sea Nationalpark und dort zuerst auf die Insel Shroud Key. Shroud Key besteht zum überwiegenden Teil aus flachen Mangrovenwäldern und durch diese Mangrovenwälder schlängelt sich ein Flusslauf. Da kommt man sich ein bisschen wie in Südamerika vor und in diesem Fluss leben auch Seeschildkröten. Ich war allerdings immer zu langsam, die zu fotografieren. Die sind dann von mir abgetaucht und ich habe sie nicht mehr erwischt. Wenn man durch diesen Fluss einmal komplett durch ist, dann kommt man auf der anderen Seite, auf der Atlantikseite raus und da ist ein wunderschöner Strand und das Camp Driftwood. Ja, kleine Expedition hier in den Mangroven. Okay. Ziemlich cool, aber ziemlich flach. Ich hoffe, ich fahre mich nicht fest. Weil wir haben fast Hochwasser, das heißt, es wird maximal schlimmer. Deswegen beeile ich mich mal ein bisschen. Auf der anderen Seite angekommen, habe ich das Dinghy am Strand hochgezogen und mit dem Anker befestigt und bin dann am Strand lang gegangen, um nach dem Weg zu Camp Driftwood zu suchen.
Camp Driftwood wurde 1960 von einem Aussteiger angelegt als Aussichtspunkt mit einem Picknicktisch und Bänken, damit man von dort den tollen Ausblick genießen kann. Aber witzigerweise hat die US Drug Enforcement Agency von hier aus auch in den 80er Jahren die Aktivitäten von Carlos Leder auf Normans Cay überwacht. Und heute ist es aber einfach eine kleine Lichtung, von der aus man einen fantastischen Blick aufs Meer hat und auf die unterschiedlichen Blautöne des Meeres. Und ja, wirklich in Summe einen spektakulären Ausblick genießen kann. Nach einer knappen Stunde ging es dann schnell wieder zurück, weil ja das Hochwasser langsam wieder abebbte und damit der Bachlauf dann trocken fallen würde. Und so habe ich mich dann schnell auf den Rückweg zum Boot gemacht. Ausschau halten nach den Wasserschildkröten. Meeresschildkröten. Mal sehen, ob ich hier eine finde. Hinweg meine ich eine gesehen zu haben, aber ich will sie noch mal auf Film bringen. Da ich auf Shroud Key nach einer guten Stunde schon durch war, habe ich beschlossen, doch schnell den Anker wieder hochzunehmen bei der Indigo Moon und weiterzufahren nach Warderick Wells, der Hauptinsel aus dem Land and Sea Park. Da ist die Hauptverwaltung und dort wollte ich auch ein oder zwei Tage verbringen. Da man auch fürs Ankern im Nationalpark zahlen muss, habe ich mich erstmal aufgemacht, für 3 Tage die Ankergebühr zu zahlen, $60 in Summe. Und habe danach angefangen, die Insel zu erkunden. So, Liegegebühren bezahlt, zwar keine Quittung bekommen. Mal sehen, ob morgen wieder jemand kommt und Geld haben will, aber müsste alles gut sein. Jetzt mal ein bisschen die Insel erkunden.
nächsten Morgen geht es weiter nach Compass Key, wo man in der Compass Key Marina mit Nurse Sharks schwimmen kann. Das mache ich zwar nicht, aber ich wollte es mir zumindest mal anschauen. Die Haie leben mehr oder weniger Vollzeit in der Marina und sollen sehr zutraulich sein, angeblich auf niemanden beißen, wenn man die Hand nicht irgendwie ungeschickt hinhält. Und ich habe dem einfach mal geglaubt. Und hier sieht man auch, dass sie nicht jeden beißen, der drumherum schwimmt im Becken, aber trotzdem hat es mich nicht ins Wasser gezogen. Der Rest der Insel versprüht auch ein tolles Flair. Es ist eine Urlaubsinsel, eine private Urlaubsinsel. Man muss auch $10 bezahlen, selbst wenn man nur mit einem Dinghy dort hinkommt, um sich das mal anzuschauen. Aber das war es wirklich wert, weil die Insel einfach sehr liebevoll und lustig dekoriert ist, muss man fast sagen, und auch angelegt ist mit tollen kleinen Wegen zum Strand hier durch den Wald durch. Und so bin ich dann eine halbe Stunde auf der Insel rumgelaufen, bevor ich dann wieder mit dem Dinghy zurück zu meinem Boot gefahren bin. Und als ich dann zurück bei meinem Boot war und gerade aus dem Dinghy aussteigen wollte, habe ich mich tierisch verjagt, weil mich einer der großen Nurse Sharks rausverfolgt hatte und einfach interessiert guckte, was ich denn da so auf dem Dinghy mache. Er hat sich dann unten auf den Meeresboden gelegt und die ganze Sache beobachtet. Und als ich sicher war, dass kein anderer Hai da ist, habe ich auch mal die Hand reingehalten und ihn aufgenommen. Ja, die erste Woche auf den Exumas war schon ziemlich cool, aber auf die kommende Woche freue ich mich richtig. Wieso genau, das erfahrt ihr dann in der nächsten Episode. Bis dahin, alles Gute, tschüss!